zum Beispiel an Nebenkosten haben wollen, habe ich schon meine ganze Wohnung gemietet. Bitte nicht in mein Ohr. Bist du aber auch empfindlich. Kein Wunder, wenn du nur so ein Zeug isst. Da wird man nicht nur dünn, sondern auch dünn heute, ja? Sehr witzig. Clara, sind Sie so lieb und bringen die Post noch raus? Klar. Sie können nur noch gleich Mittag machen. Bin schon weg. Tschüss. Ciao. Ich weiß auch schon, was es bei uns heute zum Mittag gibt. Ach ja? Mhm. Kostet nichts und ist auch viel besser für die Figur. Stefan, heute nicht. Ich bin mit Christina zum Mittag verabredet. Ach komm schon. Sag doch einfach, es gibt so viel zu tun. Dein Chef braucht dich unbedingt. Stefan, wirklich heute nicht. Wir verbringen so wenig Zeit miteinander. Wenn du endlich mit deiner Frau reden würdest, hätten wir alle Zeit der Welt. Ich weiß. Ich rede mit ihr. Betty, vergiss diesen Typen. Stefan ist verrückt nach mir. Der wird sich von seiner Frau trennen. Wann denn diesmal genau? Ganz bald. So, die Damen, wunderschönen Tag. Zwei Apfelsaftschorlen, einmal Fleischpflanzerl und das Mittagsmenü? Einen gemischten Salat, bitte. Okay, sehr gern. Hast du was mit dem Magen? Nein, ich muss einfach ein bisschen auf meine Figur achten. Lass mich raten, du glaubst, wenn du abnimmst, wird sich Stefan für dich entscheiden. Ach, Quatsch! Lass dir von einer frisch geschiedenen und dadurch erfahrenen Frau mal was sagen. Dein Chef verlässt seine Ehefrau niemals. Du wirst weiterhin die Wochenenden allein verbringen. Mit dem Handy in der Hand, in der Hoffnung, er könnte sich vielleicht doch nur ein Stündchen freimachen. Christina, so schlimm ist es doch gar nicht. Manchmal sehen wir uns ja am Wochenende und ich lege das Telefon auch mal beiseite. Schau mal hier. Schöner und schlanker in 4 Tagen sichern Sie sich unser Eröffnungsangebot. Also das ist doch genau das Richtige für uns. Du sitzt nicht wie eine Glucke vor deinem Handy und wartest, dass er anruft und tust was für deinen Körper. Ja, und ich mache mich bereit für den Single-Markt. Ach, ich weiß nicht. Das Hotel ist ein Traum, schau mal. Und in diesem Angebot ist die zweite Person umsonst. Das heißt, jederzeit nur die Hälfte. Komm, das wird toll. Zum Wohl. Ach, keine Ahnung. Ich denk drüber nach. Ich mach dann jetzt Feierabend. Ja, tschüss. Bis morgen. Ciao. Du, Stefan? Ja? Ich hab da mal meine Überstunden zusammengezählt und da kommt mittlerweile ordentlich was zusammen. Naja, und ich dachte, wo gerade nicht so viel los ist, könnte ich für ein verlängertes Wochenende wegfahren. Und wann? Morgen. 4 Tage. Schade. Ich dachte, wir machen was Schönes zusammen am Wochenende, vielleicht ins Kino gehen oder so. Ausgerechnet jetzt. Sonst hast du nie Zeit. Das holen wir nach. Hauptsache, du amüsierst dich. Ja, sieht ganz schön verschlafen hier aus. Genau, was ich brauche. Wow, wir hatten so viel zu tun in der Bank in letzter Zeit. Ich habe schon von Zinsen und Zinseszinsen geträumt. Meinst du, die haben überhaupt ein Taxi hier? Bestimmt, aber wir gehen eh zu Fuß. Ja, wir wollten uns doch bewegen, hm? Jetzt schon. Na klar, du sitzt ja auch noch den ganzen Tag auf deinem Stuhl rum. Und Bewegung tut uns gut. Komm. Wirklich schön hier. Das Hotel hat überall die allerbesten Bewertungen bekommen. Wir werden es uns hier so gut gehen lassen. Wo ist es denn? Kann nicht mehr weit sein. Also mein Bedarf an Bewegung ist für heute gedeckt. Vielen Dank. Ja, gerade noch mal gut gegangen. Ja, beim Anblick unserer Kuchen kann man schon mal schwach werden. Bitte. Danke. Betty? Servus. Servus.
Schatz, wo willst du denn hin? Schon vergessen? Na, das Geschenk von meiner Schwester. Na, die Einladung in die Berge. Ach, das ist jetzt dieses Wochenende. Hab ich dir doch gesagt. Ich sag ja immer, du hörst mir nicht richtig zu. Schade. Ich habe mich so auf das Wochenende gefreut mit dir. Ich dachte, wir machen was Schönes zusammen. Geh doch mal wieder mit deinen Jungs segeln. Tut dir bestimmt gut. Keine schlechte Idee. Also dann. Ciao. Und mach keinen Blödsinn. Ich doch nicht. Gerade schwer beschäftigt. Bitte hinterlasst eine Nachricht oder ruft später wieder an. Betty, meine Süße, kaum bist du weg, habe ich totale Entzugserscheinungen. Rufst du mich an, ja? So, meine Damen, dann lassen wir unsere Muskeln mal glühen. Beine gebeugt, Arme angewinkelt, zur Seite und rechts, links, rechts. Bizeps, Trizeps fest. Bauch rein, Po fest. Schultern zurück. Spannung! Unter Wellness habe ich mir ehrlich gesagt was anderes vorgestellt. Jetzt wart's ab. Hinterher fühlst du dich wie neu geboren. Ja, wenn ich nicht schon vorher sterbe. Ach, komm. Peter! Und? Jetzt fühlst du dich großartig, hm? Ja, weil das Training endlich vorbei ist. Ach, komm. Aber das Hotel ist doch ein Traum. Ja, absolut, wirklich. Allerdings hatte ich eher gedacht, dass wir uns massieren lassen, in der Sonne liegen, entspannen. Das kommt alles noch. Entschuldigung, ist der Platz hier noch frei? Ja, klar. Das ist Betty, ich bin Christina. Lisa, freut mich. Ah, ich spüre jeden einzelnen Knochen. Ach je, das kenne ich. Das ging mir am Anfang genauso. Dranbleiben, es wird jeden Tag besser. Mhm. Oh, bitteschön. Danke. Guten Appetit. Mhm. Bitte. Danke. Guten. Ich mag Salat. Aber er schmeckt irgendwie so gesund. Betty, komm, das ist genau das, was du wolltest. Wie waren noch deine Worte? Ich muss unbedingt auf meine Figur achten. Ach, blöde Kuh. Du musst dich einfach ein bisschen ablenken, das ist der Trick. Genau. Deswegen machen wir heute Nachmittag schön die Walking-Tour mit. Ach nee, ich bin jetzt schon völlig erledigt. Dann geh doch einfach mit in die Yogastunde. Es tut dir bestimmt gut. Mal sehen. Ich glaube, ich brauche erstmal ein kleines Verdauungsschläfchen. Quatsch, danach kommt man gar nicht mehr in die Gänge. Was du brauchst, ist ein kleines Verdauungsspaziergängchen. Und ich war hier gerade im Spa-Bereich. Der ist hier wirklich super schön. Du machst sowas öfter? Ja, so oft ich kann. Es gibt doch nichts Entspannenderes, oder? Ja. Wie war es, wenn Sie mal einen probieren würden, anstatt sich nur die Nase platt zu drücken? Ich weiß nicht. Aber ich weiß, das Leben ist viel zu kurz für verpasste Chancen. Und das ist eine. Das verspreche ich Ihnen. Also, bitte, kommen Sie. Und? Habe ich zu viel versprochen? Diese Torte ist das Köstlichste, was ich je gegessen habe. Warten Sie ab, bis die anderen probiert haben. Kann ich dann gleich eine Zehnerkarte kaufen? Gar keine schlechte Idee. Ich bin übrigens der Florian. Betty. Du, Betty, diese Blaubeeren, die wachsen bei uns wohl in die Berg drin. Die haben ein viel besseres Aroma als die gezüchteten. Sag einmal, schmeckst du raus, was da sonst noch für Zutaten drin sind? Schauen wir mal. Lavendel? Ja. Und Rum? Ganz genau. Du bist gut. Sehr gut. Mm.
Ich kann dir den ganzen Tag zuschauen. Bei dir hat Essen so was Sinnliches. Meine neueste Komposition. Schokoladenschock. Die haut einen um. Sind das Pekannüsse und Marshmallows? Ganz klar Kaktus. Schmeckt toll. Die Himbeeren, die hole ich ganz frisch beim Bauern. Mhm. Am Freund von mir. Du, wenn du Lust hast, kommst du morgen mit? Ja, das wäre toll. Aber ich bin mit einer Freundin hier und wir haben morgen eigentlich schon was vor. Na komm schon, du hast doch Urlaub. Abgemacht. Nicht so wichtig. Betty, ich bin's. Ich hab dir schon auf die Mailbox gesprochen. Also wenn du das hörst, dann ruf mich bitte an, damit ich mit Ihnen noch mal das neue Exposé durchgehen kann. Vielen Dank. Sie wissen nicht zufälligerweise, wohin Frau Irma gefahren ist? Sie wollte mit einer Freundin in irgend so ein neues Hotel aufs Land. In welches hat sie nicht gesagt? Mir jedenfalls nicht. Aber kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Um welches Exposé geht's denn? Exposé? Ach so, nein, nein, das ist ganz was Neues. Das muss ich mit Frau Irma direkt besprechen. Verstehe. Meine Güte, wie du strahlst. Das Yoga scheint dir gefallen zu haben, hm? Ja, es war super. Man fühlt sich hinterher richtig glücklich. Toll. Ich hab dich gar nicht mehr gesehen. Wo warst denn du? Ganz hinten links. Und wo da genau? Ja, hinter dieser Frau in Rot, hier. Du, die hat mich wahrscheinlich verdeckt, ne? Und deswegen isst du jetzt nichts mehr? Nee. Wir sind im Paradies. Du hattest recht. Es ist so schön hier. Das Allerbeste ist die Bergtour nachher. Der Ausblick von da oben muss phänomenal sein. Du, Christina? Mhm. Ich würde ja wahnsinnig gerne mit, aber ich habe so einen Muskelkater. Von dem bisschen Sport gestern? Das Yoga, das war wahnsinnig anstrengend. Also was wir alles für Übungen gemacht haben. Ich glaube, ich bleib lieber hier und gönne mir eine Massage. Verstehe. Himmlisch. Und dann noch diese Aussicht. Da komme ich am liebsten her. Es ist so friedlich. Kann ich gut verstehen. München ist meistens laut und stressig. Ja, mei, ich weiß schon. Die Leute arbeiten dort wie verrückt, um viel Geld zu verdienen. Und dann brauchen sie das viele Geld, um sie in die teuren Hotels wieder zu erholen. Du, wir haben da auch so einen Wellness-Tempel. Voll mit Menschen, die glauben, dass mit ein paar Kilo weniger auf der Waage plötzlich glückliche Menschen sind. Furchtbar. Voilà, der Vorratsschrank von Mutter Natur.
Florian, servus! Grüß dich, Sepp. Was bringst denn du für einen feschen Gast mit? Das ist die Betty. Die war ganz narrisch auf deine Früchte in meinem Kuchen. Man kann da was viel Besseres draus machen. Dieser Obstler ist die beste Medizin für alle Arten von Beschwerden. Zum Wohlsein. Prost. Prost. Der brennt ja gar nicht. Drum ist er ja so gut. Wartet's. Ich höre bloß noch meinen Himbeergeist. Und Sepp hier eigentlich ganz allein? Weißt, seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Oh, das tut mir leid. Und du? Bist du eigentlich allein? Ob ich einen Freund hab? Nein. Und du? Ja, mei. Mein Verlobter ist mit meinem besten Freund durchbrennt. Ah, das tut doppelt weh. Das kann man wohl sagen. Entschuldigung. Hallo, Christina. Ja, ich bin noch im Hotel. Ich habe gleich eine Massage. Ja, und wie ist es bei eurer Tour? Ja, viel Spaß noch. Tschüss. Massage? Ja, ich hätte eigentlich mit meiner Freundin auf eine Bergtour fahren sollen, aber ich habe gesagt, dass ich so Muskelkater habe. Und warum hast du denn nicht die Wahrheit gesagt? Weil die dann sofort gewusst hätte, dass ich bei dir zum Torteessen war. Und was ist jetzt daran so schlimm? Na, weil ich eigentlich hier bin, um ein bisschen abzunehmen. In diesem Wellness-Tempel. So. Keine Sorge. Verrate dich schon nicht. So, die Herrschaften, weiter geht's. Die ist gut. Also, ich finde es gut, wenn Frauen auf ihre Figur achten. Ich mach dann Schluss für heute, ja? Vielen Dank, Clara. Schönes Wochenende. Ja, schönes Wochenende. Hallo, hier ist Betty. Bin gerade schwer beschäftigt. Bitte hinterlasst eine Nachricht oder ruft später wieder an. Betty, ich bin's nochmal. Es wäre wirklich lieb von dir, wenn du dein Telefon einschalten würdest, ja? Betty, wo warst du? Warum gehst du nicht an dein Telefon? Ich hab's ausgestellt. Du warst gar nicht bei der Massage. Nee, ich war mit Florian unterwegs. Du weißt schon, der Konditor. Wir haben einen Ausflug gemacht. Verschwindet mit dem Tortenbäcker in die Berge. Ich hab's geahnt. Christina, es war so toll. Wir haben so viel gesehen und uns richtig gut verstanden. Tschüss, das brauchst du mir gar nicht lange zu erklären. Du strahlst wie Kronjuwelen. Meinen Segen hast du. Der ist mir 1000-mal lieber als dieser Stefan. Kannst die beiden überhaupt nicht miteinander vergleichen. Betty, Stefan spielt mit dir. Entschuldige. Schieß ihn endlich in den Wind. Wenn das so einfach wäre, dann hätte ich das bestimmt schon getan. Das kannst du mir glauben. Kennst ihn eben nicht richtig. Nein, aber Typen wie den muss ich nur ansehen, dann weiß ich Bescheid. Ist doch komisch. Jetzt komme ich extra hierher, um für Stefan ein bisschen abzunehmen und dann das. C'est la vie. Ist der Platz noch frei? Ja, bitte, gerne. Gerne. Ja, das ist immer noch die beste Möglichkeit, um abzunehmen. Liebeskummer. Schmarrn, ich hab doch kein Liebeskummer. Nö. Ich bin einfach ein bisschen müde. Sicher. Ich weiß nicht, irgendwie geht mir Florian nicht mehr aus dem Kopf. Frau Irme, Sie haben Besuch. Ein Herr erwartet Sie in der Lobby. Ich bin gleich wieder da. Ist bestimmt Florian. Mmh.
Schön, dass du mich doch abholst. Stefan. Ja, ich. Alles okay? Danke. Ja, natürlich. Nur mit dir habe ich überhaupt nicht gerechnet. Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Doch, natürlich. Was machst du hier? Ich hatte solche Sehnsucht nach dir. Na, und da habe ich den Prospekt auf deinem Schreibtisch gefunden. Und bist hergekommen? Genau. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten ohne dich. Du siehst toll aus. Sport steht dir. Ich bin gerade mal 2 Tage weg. Und deine Frau? Ja, die war schon enttäuscht. Sie wollte mit mir zu diesem neuen Italiener in der Innenstadt. Mhm. Ich habe ihr erzählt, dass ich dringend einen Kunden auf dem Land besuchen muss. Ich habe im Dorf ein Zimmer für uns bestellt. Wir haben ja keine Ruhe. Ich weiß nicht. Wie, du weißt nicht? Ich bin durch halb Bayern gefahren, um dich zu sehen. Ich bin mir jetzt ganz sicher, du bist die Frau, die ich liebe. Wenn Lisa zurück ist, dann werde ich ihr alles erzählen. Wie zurück? Ich dachte, sie wollte mit dir zu dem neuen Italiener? Ich meine natürlich, wenn ich zurück bin. Komm, Süße, lass uns die Zeit nutzen. Hm? Hallo. Ja, ich hab Besuch. Ja, das sehe ich. Ich pack dann mal. Bin gleich wieder da. Okay, ich warte draußen. Wie, du packst dann mal? Betty? Komm, taucht dieser Typ auf Tanzun aus seiner Pfeife. Begreifst du denn nicht? Der hat seine Frau am Wochenende allein gelassen, nur um mich hier zu besuchen. Betty, das erzählt er dir. Warum bist du so misstrauisch? Weil ich dich schon oft genug getröstet habe, wenn sich dein Stefan mal wieder nicht gemeldet hat. Oder er ein Treffen in letzter Sekunde abgesagt hat. Diesmal ist es anders. Ja. Diesmal ist es wirklich anders. Ich habe dich nämlich noch nie so glücklich gesehen wie gestern Abend, als du vom Ausflug mit Florian zurückgekommen bist. Du musst selbst wissen, was du tust. Bin gleich wieder da. Florian? Betty. Hallo. Sekunde, ich mach das nur noch schnell fertig, dann können wir gleich los. Du, das mit dem Ausflug wird leider nichts. Ich bin eigentlich gekommen, um mich zu verabschieden. Du reist ab? Ja, mir ist ein wichtiger Termin dazwischen gekommen. Ja, schade. Ich habe mich schon so drauf gefreut. Ja, ich mich auch. Aber da kann man eben nichts machen. Ja, komm doch nächstes Wochenende wieder. Du, ich habe ziemlich viel zu tun in nächster Zeit. Ach so. Verstehe. Tja, dann alles Gute. Ja, dir auch. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt füreinander. Das ist doch herrlich. Stefan? Lisa, mein Schatz. Darf ich vorstellen, das ist Betty, eine Kollegin von mir. Naja, die hat Unterlagen mit dir. Lisa, warte doch mal. Hör doch mal zu, ich kann dir alles erklären. Das ist nicht so, wie du denkst. Ich hab doch... Bitte, und wegen diesem Idioten wollte ich abnehmen. Thank you.
Betty. Ja, was ist jetzt aus deinem Termin geworden? Den habe ich abgesagt. Und ehrlich gesagt, habe ich gerade mein ganzes altes Leben abgesagt. Und? Schlimm? Nee, überhaupt nicht. Der schmeckt noch besser als deine Kuchen. Beim Turnier. Schießt ein paar Tore für mich? Mach ich. Und dann rutsche ich über den Rasen und küsse die Eckfahne. Das hört sich nach ganz großem Fußball an. Ich hole dich heute Abend wieder ab, ja? Okay. Leo, komm jetzt. Bin ja da. Oh. Verzeihung, Entschuldigung. Hanna Huber? Ja. Nein, Lukas Baumleitner. Hat's in der Schule auch schon immer so verdammtes Tempo drauf. Ja, und du wolltest lieber die Welt verbessern, anstatt im Unterricht aufzupassen, ne? Ist, Jahre her. Mhm, 15. Wow. Lebst du jetzt hier? Ja, ja. Ich bin nach dem Abi hierher gezogen. Ich wollte was Eigenes machen. Ja, wolltest du schon immer Karriere machen als große Anwältin? Schon, ja. Scheint ja geklappt zu haben. Ja. Vielleicht sieht man sich ja mal. Ja. Bis dann. Okay, mach's gut. Magst du mitfahren? Gerne. Für ein Wetter. Danke. Wundert mich trotzdem, dass du in so ein Auto steigst. Noch dazu in so eine Benzinschleuder. Ist doch ein schönes Auto. Ja, aber du warst mal sehr gegen Autofahren. Wegen Umweltverschmutzung und so. Stimmt. Du hast sogar mit deinen Freunden die Tankstelle besetzt. Oh nein. Oh Gott, das hatte ich wieder vergessen. Ich nicht. Hanna merkt sich alles Streberhuber. Hm, so hast du mich doch immer genannt. Du hast mir damals ganz schön zugesetzt. Weißt du das eigentlich? Hey, tut mir leid, aber du warst immer so angepasst und hast immer nur einzeln geschrieben. Ich meine... Ja, und du warst gegen alle. Gegen die Lehrer, gegen Fleischesser, gegen deinen Vater. Na, mein Vater hat es nicht leicht mit mir gehabt. Es hat mich übrigens sehr beeindruckt, dass du dein Hotelerbe ausgeschlagen hast. Damals, du hättest dir auch mit Papis Cake ein schickes Leben machen können. Soll ich dir was verraten? Ich fand deine Zielstrebigkeit immer beeindruckend. Du wusstest schon immer, was du wolltest. Fand ich gut. Huber? Mensch, Hanna, wo bleibst du denn? Der Chef rennt hier die ganze Zeit auf und ab, weil er die Unterlagen aus seinem Auto braucht. Na, dann sagen Sie ihm doch bitte, dass wir zu diesen Konditionen auf keinen Fall einem Vergleich zustimmen werden. Wir lassen uns doch nicht vorführen. Hanna, bist du das? Natürlich. Ich bin gleich in der Kanzlei, dann besprechen wir die weitere Strategie. Ja? Und du? Du siehst aus, als hättest du ernst gemacht und auf Papis Hotel Imperium verzichtet. Tja, ich habe mich heute mal als Fotograf verkleidet. Echt jetzt? Bist du Fotograf geworden? Reist du um die Welt, machst Fotoreportagen? Ja, auch. Das finde ich toll. Ich fand deine Bilder immer sehr schön. Echt? Ja, die waren sehr lebendig. Das mochte ich. Deine Ausstellung im Gemeindezentrum habe ich mir 4-mal angeschaut. Nein. Ja. Hast du mir gar nicht erzählt? Natürlich nicht. Es gab ja genügend, die dir Honig ums Maul geschmiert haben.
sag dir. Bist gut im Geschäft, wie es ausschaut. Ja, kann ich klagen. Kann ich dich vielleicht noch auf einen Kaffee einladen, so als kleines Dankeschön? Das ist sehr verlockend, aber ich muss in die Kanzlei. Ah, später vielleicht. Ja, warum nicht? Dann gib mir doch mal deine Karte. Die werden gerade neu gedruckt. Ich gebe dir meine Handynummer. Okay. 0173? Ja. 982? 5143? Alles klar. Dann rufe ich dich nachher mal an, ne? Okay. Schönen Tag. Dir auch. Ich hab gedacht, du wolltest mit dem Zug nach München. Das ist eine alte Schulfreundin von mir, habe ich gerade am Bahnhof getroffen. Scheint eine gute Partie zu sein. Mhm. Sieht so aus. Und vor allem ist sie viel netter geworden als früher. Und, wie läuft's hier? Seit gestern keine besonderen Vorkommnisse. Bis jetzt hat keiner vom Personal Verdacht geschöpft, dass du der neue Chef bist. Gut. Aber wir sollten's auch nicht übertreiben. Schon ein schnellstes Auto und Sie sind immer noch zu spät. Tut mir total leid, Herr Dr. Meyer, aber als ich ihn heute früh abholen wollte, da war er noch nicht fertig. Ist schon recht. Wie fährt er sich denn? Prima. Echt total genial. In der Kurve wie auf Schienen. Alles in Ordnung bei dir? Ja, ja. Der ist ganz anders als früher. Wer jetzt? Ach so, ja, ich habe einen Klassenkameraden wieder getroffen. Ah. Lukas, der Sohn vom Dorf Krösus Baumleitner. Krösus, das hört sich gut an. Ja, seinem Vater gehören zig Luxushotels in ganz Deutschland. Ich fand den früher so arrogant. Hm. Und jetzt? Jetzt ist er nett. Nett. Ja, die Frühling-Unterlagen. Ja, die kommen sofort, Herr Dr. Meyer. Die Pflicht ruft. Ja, natürlich. Hallo? Baumleitner hier. Ich wollte eigentlich Frau Huber sprechen. Ja, schon, Herr Baumleitner, aber die Frau Huber ist gerade beschäftigt. Kann ich was ausrichten? Ja, sagen Sie doch bitte, dass ich Sie um 6 in der Kanzlei abhole. Um 18 Uhr, ich geb's weiter. Dankeschön. Sehr gerne. Wiederhören. Mei, das hat ja wieder ewig gedauert mit Dr. Meyer. Mhm. Scheidung, das kann sich ziehen. Aber lohnen hat's jedenfalls bei mir damals. Ja, dein Ex hat dich auch so bescheuert betrogen, dafür muss der bluten. Ja. Leos Vater zahlt immer noch keinen Unterhalt. Nein. Mhm. Du findest schon noch den richtigen WhatsApp. Hm? Ja. Ach so. Dieser Lukas Baumleitner hat vorhin angerufen. Echt? Mhm. Holt dich heute Abend um 18 Uhr in der Kanzlei ab. Oh je. Ich dachte, du findest ihn nett. Ja. Ja. Aber der denkt, ich bin Anwältin. Wieso das jetzt? Na ja, das Auto vorhin, mein Outfit. Außerdem, früher war ich ja mal total ehrgeizig. Schließlich Jura studiert. Ach, zwei Semester. Ja, bis Leo kam. Wieso hast du mir nicht die Wahrheit gesagt? Es hat mir gefallen, wie er mich bewundert hat. Hm. Ich muss ja Leo abholen. Ich sag dem Lukas ab. Auf gar keinen Fall, jetzt sei mal nicht kindisch. Wenn dir das Leben schon so einen netten Mann vorbeischickt, der dessen Familie auch noch steinreich ist. Ja, aber er ist nicht reich. Er hat sich von seiner Familie losgesagt und das Erbe ausgeschlagen. Ach so?
Naja, dann eben nur nett. Das ist schon selten genug. Ich weiß nicht. Aber ich. Hallo Leo, ich bin's. Hallo Mama. Du. Ich habe da heute Mittag jemanden getroffen, mit dem... Würde ich gerne nachher noch einen Kaffee trinken gehen. Könntest du vielleicht mit dem Stefan nach Hause fahren? Ja, nee, klar. Ich habe meinen Schlüssel dabei. Im Tiefkühler ist noch eine Pizza, ne? Die kannst du dir machen. Und ich bin dann ja später wieder da. Bussi. Tschüss. Hab dich lieb. Alles klar. Ich warte dann unten vor der Kanzlei auf ihn, oder? Schmarrn. Der soll ruhig denken, dass du Anwältin bist. Bis dein Lukas kommt, ist der Meier längst weg. Sonst geht er freitags immer um 5. Ach, jetzt entspann dich, das wird schon. Wie sehe ich denn aus? Ganz fantastisch siehst du aus. Schönes Wochenende dann. Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Dr. Meier. Schönen Feierabend. Ebenso, Herr Dr. Meier. Leitner, ich wollte zu Frau Huber. Ah, der 18 Uhr Termin. Sekunde. Frau Huber, der Herr Baumleitner wäre jetzt da. Okay, sofort da. Hallo. Die Akte hier müsste noch kopiert werden. Ist recht, Frau Huber. Ich bin dann weg. Ist gut. Schön, dass du mich abholst. Frau Huber, denken Sie dann an den Frühlingstermin, bitte? Ja. Schick deine Kanzlei. Und du bist Partner? Ja, genau. Moment. Hallo? Der Empfang ist ganz schlecht. Hallo, mein Schatz, ist alles gut bei dir? Ja, alles klar. Ich wollte nur fragen, kann ich vielleicht noch bei Stefan Abend essen? Seine Mutter bringt mich dann auch nach Hause. Ja, super, gerne. Grüß Sie ganz lieb von mir, ja? Ich bin dann ja auch wieder da. Ja, Küsschen. Bis später. Tschüss. Ja, ich würde sagen, das besprechen wir am besten persönlich, ja? Gerne. Wiederhören. Entschuldige, die Klienten lassen dann einfach nicht in Ruhe. Ja. So. Wo soll es denn jetzt hingehen? War das vorhin nicht noch ein Sportwagen? Ja, genau. Ja, aber den benutze ich nur für Geschäftsreisen. Privat fahre ich lieber Fahrrad. Das ist gesünder und schont die Umwelt. Gute Einstellung. Kenne ich irgendwoher. Was ist los? Ich habe was im Auge. Kannst du mal nachschauen? Wo genau? Da oben links? Nee, ist nichts. Ah, jetzt ist es weg. Es war wohl nur eine Wimper. Kannst du was wünschen? Habe ich schon. Claudia hat 4 Kinder. Rita hat die Metzgerei von ihrem Vater geerbt und mindestens 20 Kilo zugenommen. Und die Froni hat den Franz Delling geheiratet. Was? Franz Delling? Mhm. Der ist doch mindestens 50 Jahre älter als sie. 20. Wie macht sie das? Getrennte Schlafzimmer, gemeinsames Konto. Die Froni weiß, ihre Prioritäten zu setzen. Und woher weißt du das eigentlich alles? Ich war auf dem Klassentreffen vor 3 Jahren. Du ja leider nicht. Stimmt. Da war ich gerade in Mexiko unterwegs. Entschuldige mich dann. Moment bitte. Sieht irgendwie so aus, als wärst du die Einzige aus unserer alten Klasse, die es wirklich zu was gebracht hat. Herr Baumleitner. Ach, hallo. Na? Welche Freude, Sie auch mal privat zu treffen. Aber die Ehre, gnädige Frau. Und, wie geht es Ihnen? Gut, gut, danke. Entschuldigst du uns mal kurz? Ja, einen schönen Tag noch. Danke. Also ich habe die Expertise für Sie vorbereitet. Gut. Das
bei der Ackerstedt von der D&S Bank, oder? Ja. Kennt sich ja gut aus. Ja, den habe ich zuletzt im Fernsehen gesehen, in der Talkshow. Woher kennst du den? Ich habe mal so eine Spendengala gemacht. Also eine Reportage darüber und lernt man halt solche Leute kennen. Toll. Ja, dann auf unser Wiedersehen, würde ich sagen. Schön heute, fand ich. Fand ich auch. Wollen wir, also es ist erst 8:30, wollen wir vielleicht noch woanders hin? Tut mir leid. Ich muss noch eine Verhandlung vorbereiten. Ja, dann vielleicht morgen. Also ich meine, wie wär's mit einem Picknick? Ja, warum nicht? Ist ja Wochenende. Sehr gut, dann hol ich dich von zu Hause ab um 12. Ah nein, warte mal, ich habe noch einen Termin mit einem Klienten. Ich hol dich ab. Um 12 am Hotel. Immer das letzte Wort, die Huber. Kennst mich doch. Servus, Mama. Hallo. Na, wie war's? Echt super. Wir sind Erste geworden und ich habe 4 Tore geschossen. Echt? Boah, spitze. Und mit wem warst du Kaffee trinken? Mit Lukas. Wir sind mal zusammen zur Schule gegangen. Wart ihr mal ein Liebespaar? Nein. Kühlschrank. Nein, nein, im Gegenteil. Er war der Schnösel, ich die Streberin. Wir konnten uns nicht ausstehen. Das scheint sich ja geändert zu haben. Ja, ich glaube, er findet mich auch ganz nett. Besser gesagt, das Bild, das er von mir hat. Was denn für ein Bild? Er glaubt, ich bin erfolgreiche Anwältin geworden. Von mir hast du ihm erstmal nichts erzählt. Nein, das hat sich noch nicht ergeben, weißt du? Ist vielleicht doch besser so. Dann haut er mich auch gleich wieder ab. Spinnst du? Das lag doch nicht an dir. Du bist mit Abstand das Beste, was ich je zustande gebracht habe, hm? Dein Vater wäre stolz auf dich. Deine kleine Ansprache vor den Kollegen hat einen großen Eindruck gemacht. Du meinst, sogar unser Sommelier ist mit mir einverstanden? Auf jeden Fall ist das Versteckspiel vorbei. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du unser neuer Hotelchef wirst. Danke, Franz. Ich glaube, ich werde mich hier sehr wohlfühlen. Was kann ich für Sie tun? Grüß Gott, ich möchte gern zu Herrn Lukas Baumleitner. Der ist noch in einer Besprechung mit dem Küchenchef. Aha. Ja, ich sag ihm Bescheid. Hotel Bergblick, Gründler am Apparat, was kann ich für Sie tun? Franz, Lukas hier. Lass die Frau Huber nicht gehen. Ja, gern. Ich bin sofort da. Ja, ich verstehe. Bis gleich. Ja, wiederhin. Herr Baumleitner bittet Sie, noch einen Moment zu warten. Er ist sofort bei Ihnen. Woher weiß der Herr Baumleitner jetzt, dass ich da bin? Nein, der Herr Baumleitner hat gemeint, also wenn Sie nach ihm fragen, dann soll ich Ihnen das ausrichten. Ach so. Ja, nehmen Sie doch einfach nur einen Moment Platz. Gerne. Bitte sehr. Danke sehr. Hallo. Wollen wir? Ja. Was für eine Besprechung hattest du denn mit dem Küchenchef? Ich mache gerade so eine langweilige Reportage. Hotelköche und ihre Lieblingsgerichte. Für so ein Lifestyle-Magazin. Lifestyle? Guter Job, oder? Kommst du um die Welt und wirst dafür bezahlt. Ja, aber komm, dein Job ist doch bestimmt auch spannend.
Also ich meine, als Da-Anwältin kriegst du doch bestimmt die skurrilsten Geschichten zu hören. Ja. Ja. Eine. Ja, die unterliegen der Schweigepflicht. Ah, schade. Und was machst du eigentlich sonst so im Leben? Also wenn du nicht gerade im Kampf für die Gerechtigkeit unterwegs bist? Ehrlich gesagt, bin ich am liebsten in der Küche und koche. Ja, dabei kann ich mich am besten entspannen. Trifft sich gut, ich entspanne mich am besten beim Essen. Wie wär's, ich kauf ein, du kochst. Wie hört sich das für dich an? Ich kann ja mal schauen, ob sie es einrichten lässt. Heute Abend? Also im CD-Spieler ist romantische Musik. Alle Bilder von mir habe ich abgehängt. Im Kühlschrank steht eine Flasche Sekt, extra trocken. Brauchst eine Schürze zum Kochen. Brigitte? Hanna? Danke vielmals. Du bist ein Schatz. Naja, zu dir hättest du ihn ja nicht einladen können. Was ist denn eigentlich mit Leo? Ah, der schläft bei einem Freund. Nee, ich meine, weiß Lukas inzwischen von ihm? Mm-mm. Meinst nicht, du willst es ihm langsam mal sagen? Ich meine, vielleicht wird es ja was Ernstes diesmal? Darauf hoffe ich ja gar nicht. Das ist ein kleines Abenteuer. Das habe ich mir verdient. Dann genieß es. Aber um 12 seid ihr draußen. Braucht mein Schönheitsschlaf. Um 12. Versprochen. Brigitte? Hanna? Dafür kommst du in den Himmel. Da ist doch nichts los. Spaß. Ehrlich gesagt, habe ich mir deine Wohnung ein bisschen anders vorgestellt. Wieso? Sie ist sehr schlicht, ich mag das, aber irgendwie hatte ich bei dir mehr Farben erwartet. Irgendwie fehlt was. Magst du mal probieren? Gerne. Meine Mutter hat früher immer lange gearbeitet und hat dann deswegen dafür gesorgt, dass ich kochen kann. Ja, ich kann eigentlich nur Spiegeleier. Musste ja früher bei uns im Hotel immer essen. Oh. Ja. Ich hab dich so beneidet. So toll war das nicht. Meine Eltern hatten eigentlich nie Zeit für mich. Gäste waren ja immer viel wichtiger. Bist du deswegen so ein kleiner Rebell geworden? Kann sein. Es muss hart sein für deinen Vater, oder? Hat er sich sein Leben lang sowas aufgebaut und dann will der einzige Erbe nichts davon wissen. Weißt du, es ist so, ich wollte dir eigentlich noch was sagen. Ich habe eigentlich damals... willst du nicht aufmachen? Ja? Wo ist denn die Frau Steiner? Die ist krank. In der Bank? Aber die ist doch schon längst geschlossen. Nein. Krank. Was möchten Sie denn? Ja, ich hätte da einen Backel für Sie. Ah, das nehme ich. Ja, aber Sie geben es der Frau Steiner. Ja. Ja, und dann sagen Sie noch einen schönen Gruß und ja. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Ja, Wiederschauen. Wow, eine Star-Anwältin, die kann auch noch kochen. Früher hättest du mich Streberin genannt. Ja, früher war ich aber auch noch ein bisschen zu jung, um zu kapieren, was du für eine tolle Frau bist. Ja, du hast ja Gänsehaut. Mir ist ein bisschen kalt.
Oh Gott, es ist ja schon fast 12. Verwandelst du dich jetzt in einen Kürbis? Nein. Aber ich muss morgen ganz früh raus, weil ich mir Akten mitgenommen habe. Die muss ich noch durcharbeiten. Und weil ich nächste Woche nämlich 2 wichtige Termine vor Gericht habe. Und die muss ich noch vorbereiten. Und ich kann dir noch beim Aufräumen helfen. Ach, du, schaff ich schon. Gute Nacht. Seit einer halben Stunde vor dich hin. Es ist nur... Lukas ist einfach so lustig. Und nett. Ich verstehe nicht, warum ich ihn damals so blöd fand. Kann ich ihn noch mal kennenlernen? Ach, weißt du, in ein paar Tagen ist er sowieso wieder weg. Der ist Fotograf und reist um die ganze Welt. Cool! Ja, ich weiß. Aber nichts für eine richtige Beziehung. Schade. Sollen wir da Abend mal wieder ins Kino gehen? Gern. Du darfst den Film aussuchen. Dann wäre gut, wenn Sie die Entwürfe für die Terrasse nächste Woche liefern können. Die furchtlosen 7. Machen wir, okay. Lass uns doch was Lustiges anschauen, ne? Mama, die furchtlosen 7 sind lustig. Echt? Aber schau mal das mit dem kleinen Hut. Hallo? Hallo. Hey, Lukas. Ciao. Was machst du denn hier? Ich habe mich gerade noch mit einem Redakteur getroffen. Kino? Ich denke, du hast so viel zu tun. Ja, ich bin ganz gut durchgekommen. Ja, verstehe. Hey, ich bin Lukas. Leo, der Sohn von... eine Freundin von Hannah. Ja, meine Mutter ist krank und sie hat mir versprochen, ins Kino zu gehen. Und deshalb ist Hannah eingesprungen. Aha. Und, was guckt ihr? Die furchtlosen 7. Hey, der soll noch besser sein als die ersten beiden Teile und die waren auch schon großartig. Ja, genau. Hast du die gesehen? Klar, das sind meine Lieblings-Superhelden. Ich hatte früher alle Comics. Hey, dann komm doch mit. Du, der Lukas, der hat sicherlich was Besseres vor. Was gibt's denn Besseres als die furchtlosen 7? Ja, genau. Ja, genau. Der Lukas ist echt cool. Ich weiß. Du musst ihm die Wahrheit sagen. Es wird schon nicht so schlimm sein. Wie denn? Hallo, Lukas. Du übrigens, der Leo ist nicht der Sohn einer Freundin, sondern meiner. Ich bin auch nicht Anwältin, sondern Angestellte und ich habe gar kein Auto, sondern ein Fahrrad. Ja, perfekt. Warum nicht gleich so? Der will mich nie wieder sehen. Keine Angst. Der steht total auf dich. Woher willst du das wissen? Mama, ich bin zwar jung, aber nicht blöd. Du schaffst es. Und ich sag's gern nochmal, ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit. Zu gestern Abend nochmal, es hat alles wunderbar geklappt. Großes Kompliment nochmal an euch Jungs. Die Gäste haben sich bei mir persönlich nochmal bedankt. Es hat ihnen sehr gut gefallen. Weiter so. Das war's. Ich glaub's nicht. Franz, ich möchte dich bitten, dass du... gemacht ist. Hanna, ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten. Ja, das glaube ich auch. Ich wollte einfach nie was mit Hotels zu tun haben, schon allein, um mich nicht mit meinem Vater messen zu müssen. Deswegen habe ich ja auch gegen alles und jeden protestiert. Und was ist mit deinen Fotos? Ich bin nur ein ganz mittelmäßiger Fotograf. Ich mache mir da nichts vor. Was mir wirklich Spaß macht und was ich auch verdammt gut kann, ist nun mal Hotelmanagement. Und warum hast du mir das nicht erzählt? Du spielst mir so ein Theater vor. Und warum hast du so getan, als wärst du eine große Star-Anwältin? Hast nicht mal zu Ende studiert, oder? Das weißt du. Ich hatte irgendwie so einen Verdacht, weil du immer so merkwürdig warst. Und im Internet findet man dann alles, was man braucht. Frau Rechtsanwaltsfachangestellte. Ich konnte doch nicht zugeben, dass ich es nicht geschafft habe. Und
Glückwunsch übrigens zu deinem Sohn. Ist wirklich süß, der Leo. Das weißt du auch. Naja, zum einen ist er dir wie aus dem Gesicht geschnitten und zum anderen ist er auf deinem Anrufbeantworter zu hören. Du hast meine Privatnummer rausgefunden? Ja, tut mir leid. Ich war einfach neugierig. Und warum hast du dich dann weiter mit mir getroffen? Weißt du, es ist so, normalerweise sehen Frauen mich immer als reichen Erben. Ich fand einfach toll, dass du mich als was ganz anderes siehst und trotzdem magst. Wer sagt denn, dass ich dich mag? Zufällig. Kriegst du nie. Kommt ab. Na komm. Jungs, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab Hunger. Ja, wir kommen hier schon.